Hallo und herzlich willkommen. Wie du siehst, war ich fleißig die letzten Tage und habe wieder für euch was gestrickt. Ein Tuch, der für mich einfach war, weiß ich nicht, ob für die Anfänger, ob Anfänger auch das so sehen würden. Ein Tuch mit Blätter hier. Die Blätter kann man natürlich auch größer machen, je nachdem, wie du das möchtest. Dieses Tuch wird hier angefangen, die breite Seite. Der ist ganz groß. Ich habe ihn aus etwas dicker Wolle gestrickt. Und das geht natürlich viel schneller als aus dünner Wolle. Es wird kraus recht gestrickt. Natürlich musst du den entsprechenden die Stricknadel mit, ich habe hier glaube ich mit 100 Länge gestrickt. Mein Tuch habe ich in Olivgrün ist das. Und ich würde sagen, die Farbe, die braune Farbe, das ist mir so Senffarbe. Braun, ja, braun Senf, dunklen Senf. Ich sag euch jetzt erstmal, wie groß ist mein Tuch, wenn du das auch aus dieser Wolle stricken möchtest. Dann hast du schon hier die Maßen. Es ist noch nicht, ich habe noch mein Tuch nicht gewaschen, gebadet, gewaschen, wie man das sagt. Es ist die Maßen, was ich euch jetzt sage, das ist ungedehnt. Das waren 170 cm würde ich sagen. 170 cm ist die Breite, die auf der Schulter kommt. 170, dann die Breite hier, wo wir anfangen. Dann die Seite, wo ich angefangen habe, wo ich die Maschen angeschlagen habe, da haben wir 50, ja, ich würde sagen 100 cm sind das, mal 100 und dann in der Mitte, sollen wir das auch messen, ich glaube nicht, das muss man, oder doch, in der Mitte haben wir jetzt ungefähr 70 cm. Also nochmal, 170 mal 100 mal 70. Das sind die Maßen, die ich jetzt hier bei dem Tuch habe. Wie ich schon sagte, man strickt, wenn du ein bisschen dickere Wolle benutzt, dann strickt man das ganz schnell. Das ist die rechte Seite hier und das ist die linke Seite. Was wollte ich noch dazu sagen? Ich habe hier, glaube ich, Moment, 500 habe ich gekauft und da sind 300 Gramm habe ich hier verstrickt. Nicht ganze 300 Gramm. Von der grünen Wolle, von der Olivfarbe. Und dann von dieser braunen Farbe habe ich 50, ich würde sagen so 60, 70 Gramm verstrickt. Das sind 60% Schurwolle. Ich mache das vielleicht ein bisschen
hier schärfer, dann kannst du das besser sehen. So. Mh. 60% Schurwolle und 40% Polyacryl. Hier steht die Nadelstärke 3,5 bis 4,5. Ich habe Nadelstärke 5 verwendet, weil ich stricke immer ein bisschen locker die Tücher mit ein bisschen größeren Nadel. Ich finde, dass wenn das so locker ist, dann ist das angenehmer zu tragen. Was soll ich noch hier sagen? 50 Gramm. Und wie du siehst, das sind die gleichen Wollen, nur in andere Farbe, auch 60% Schurwolle und 40% Polyacryl. Ein Rapport, jetzt fangen wir an mit dem Tuch, weil ich bin irgendwie heute nicht ich. Wir fangen jetzt an, ein Rapport, da haben wir 17 Reihen nach oben und dann wechseln wir die Farbe. Es wäre ganz toll, wenn du dir jetzt einen Zettel vielleicht nimmst und dir das aufschreibst, dann können wir anfangen, weil ich habe keine Beschreibung für dieses Tuch. Ich habe hier angefangen mit Maschen Anschlag. Ich habe hier 170 Maschen. 170 Maschen angeschlagen mit der braune Farbe. Du kannst gleich natürlich mit der anderen Farbe, mit diesem breiten hier Teil anfangen. Ich habe das extra hier so gemacht mit der braunen Farbe, weil ich fand das ja ein bisschen schöner, dass hier diese Rand entstanden ist. Ich würde mit euch jetzt das anfangen mit sehr viel weniger Maschen natürlich. Es geht einfach um das, um euch zu zeigen, wie man die Blätter strickt. Das ist einfach, ich würde das ganz langsam jetzt zeigen, das ist die rechte Seite. Ich würde das ganz langsam zeigen, auch hier in dieser Farbe würden wir zusammen anfangen und dann erkläre ich oder sage ich euch, dass du dir das aufschreiben kannst, wann man die Maschen zu nehmen muss. Ich habe hier 40 Maschen angeschlagen im Blau. Das würden die Blätter nachher. Ich mache jetzt diese Rand zwei Reihen kraus recht. Wie ich schon sagte, du strickst hier oder schlägst hier, Entschuldigung, so viele Maschen, wie du möchtest. Das heißt, du schlägst so viel, wie viel du brauchst, um diese Rand zu kriegen, was ich euch hier gezeigt habe, wo wir anfangen. Ich habe, wie gesagt, 170 oder 168 Maschen. Das spielt kein großer Unterschied, ist das, oder spielt keine Rolle hier. Mein Tuch, wie gesagt, jetzt ohne, der ist noch nicht gewaschen und der ist sehr, sehr breit. Das musst du dir alles ausmessen, am besten eine kleine Probe mit deiner Wolle machen. Das ist das Beste. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 40 Maschen auf der Stricknadel und würde jetzt zwei Reihen rechts stricken. Das heißt, ich stricke jetzt alle Maschen rechts. Die erste und die letzte Masche stricke ich auch rechts. Alle Maschen würden jetzt rechts gestrickt. Die Reihe und die nächste Reihe
genauso. Das ist dieser Rand, dieser Abstand mache ich. Hier wechsle ich die Farbe. Und hier auch mein Tipp wieder, das habe ich euch in meinem letzten Tuch schon gesagt. Wechsle die Farben immer am Rand. Dann kannst du die ganz toll hier verstecken. Ich zeige euch das gleich. Ich mache nur die zwei Reihen jetzt fertig und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Ich kenne viele Leute, die Tücher stricken und in der Mitte, wenn eure Wolle zu Ende geht, dann schneidet das ab. Du verlierst ein bisschen Wolle, okay, aber nicht wechsel die Farbe oder nimm nicht nächste Knolle und wechsel die nicht in der Mitte irgendwo, weil dann sind das Probleme mit diesen Stückchen Wolle zu verstecken in der Mitte. Da sieht man immer, dass da irgendwas gewechselt ist. Ich zeige dir das jetzt erstmal mit dem, das bei mir zum Beispiel ist kaum was zu sehen, dass ich habe die Wolle hier gewechselt, weil dann kannst du das, guck mal, das ist die rechte Seite und da kannst du das ganz, ganz wenig sehen. Hier habe ich, ich glaube, bei dem Tuch habe ich das auch, um euch zu zeigen, ich weiß nicht, wo das war, Moment, vielleicht finde ich das ganz schnell, habe ich extra, wie in dem anderen Tuch, hier habe ich extra, um euch das zu zeigen, Moment, ist das besser so zu sehen? Ja. Habe ich zweiten Knolle genommen und dann sieht man das hier, wenn du kannst das nicht so gut verstecken in der Mitte. Das ist immer irgendwie, siehst du das? Das ist irgendwie immer zu sehen. Deswegen mein Rat, wechsel die Farbe oder auch die Knollen immer am Rand. Das kann man ganz gut verstecken. So, jetzt stricke ich noch die zweite Runde und dann fangen wir an mit unserem Tuch. Ich habe die zwei Reihen schon fertig gestrickt, nur rechte Maschen. Jetzt habe ich hier festgebunden mit einem Knoten die rote Wolle und das wird, damit würde ich jetzt die 17 Reihen stricken. Ich fange an, natürlich habe ich wieder mein toller Ring, weil da zähle ich die Reihen. Ich fange an mit zwei Maschen, die ich zusammenstricke. Das ist jetzt die erste Reihe. Zwei Maschen zusammenstricken. Und dann die restlichen Maschen stricken wir rechts. Alle Maschen würden jetzt die ersten zwei zusammen und die restlichen Maschen alle rechts stricken. Bei diesem Tuch stricken wir alle Maschen rechts. Ob das rechte oder linke Seite ist, alle Maschen würden rechts gestrickt. Bis zu Ende. Das ist jetzt die vorletzte und die letzte verdoppeln wir. Wir stechen hier von der linken Seite hier einmal, holen den Faden, aber lassen die Masche noch auf der linken Stricknadel. Und dann stechen wir hier von hinten und holen wieder den Faden. Und so verdoppeln wir. Jetzt haben wir zwei Maschen. Aus einer haben wir zwei gemacht. Das war die erste Reihe. Und die zweite Reihe stricken wir alle Maschen rechts. Alle Maschen werden jetzt rechts gestrickt bis zu Ende. Da wird am Ende nichts verdoppelt.
Ich zeige euch, sag euch gleich, dass du dir das aufschreiben kannst. Wo verdoppeln wir oder wo wird abgenommen? Jetzt stricken wir alle Maschen rechts bis zu Ende. Wir sind jetzt bei der dritten Reihe und wieder stricken wir zwei Maschen zusammen. Und die restlichen Maschen stricken wir alle rechts. Das ist jetzt die dritte Reihe. Wir stricken die alle Maschen rechts und die letzte wird in dritte Reihe auch nicht verdoppelt. Das ist jetzt die dritte Reihe und hier stricken wir alle Maschen rechts bis zu Ende. Wir sind jetzt am Ende der dritten Reihe und die letzte wird auch rechts gestrickt. Jetzt kommen wir zur vierten Reihe. Arbeit wenden und die vierte Reihe stricken wir alle Maschen rechts. Alle Maschen werden rechts gestrickt. Und jetzt sage ich euch, das kannst du dir jetzt aufschreiben. Die erste Reihe stricken wir zwei Maschen zusammen, den Rest stricken wir rechte Maschen und die letzte Masche in der Reihe 1 verdoppeln wir. Aus einer Masche stricken wir zwei Maschen. Die Arbeit wenden, die zweite Reihe nur rechte Maschen, die dritte Reihe fangen wir an mit zwei Maschen zusammenstricken, die restlichen Maschen rechts stricken. Und die vierte Reihe stricken wir alle Maschen rechts. Das heißt, wir haben nur in der ersten Reihe verdoppelt. Jetzt kommen wir zur fünften Reihe und die stricken wir genauso wie die erste. Die sechste wie die zweite, die siebte wie dritte und die achte wie vierte. Und dann kommen wir zur neunten Reihe und jetzt bei der neunten Reihe stricken wir die genauso wie die erste und die fünfte, die zehnte wie die zweite und sechste, die elfte wie die dritte und siebte, die zwölfte wie die vierte und achte. Jetzt stricken wir, sind wir jetzt bei der, bei der fünften Runde oder Reihe und da stricken wir wieder zwei Maschen zusammen und die restlichen Maschen stricken wir rechts, bis wir die letzte haben und die verdoppeln wir. Das ist jetzt die fünfte Reihe. Ich hoffe, du hast dir das aufgeschrieben. Das ist ganz einfach. So stricken wir, bis wir in der zwölften Reihe sind. Und dann haben wir dann fangen wir an mit der 13., 14., 15. und 16. Die sind genauso wie die 12 Reihen, was wir jetzt gestrickt haben. Nur mit diesem Unterschied, dass man in 13. Reihe die letzte Masche nicht verdoppelt. Das heißt, die 13. Reihe, die stricken wir zwei zusammen und die restlichen alle Maschen rechts und dann die 14. alle rechte Maschen, die 15. zwei zusammen und restliche Maschen rechts und die 16. Masche stricken wir rechte Maschen. Wir sind hier jetzt bei der 5. Reihe und die 6. Reihe strickst du genauso wie die 2. Reihe. Das heißt, wir stricken hier alle Maschen würden hier in der 6. Reihe würden rechts aufgeschrieben.
Das ist wirklich sehr einfach und jetzt strickst du alles bis zu Ende, nur rechte Maschen. Ich habe jetzt die 16 Reihen fertig gestrickt und jetzt würde ich wieder mit der blauen Wolle stricken. Und ich mache das immer so, dass ich schneide das hier ab. Wenn das hier größerer Abstand ist zwischen einer und die andere Farbe, dann mache ich das immer so, dass ich das hier einfach abschneide und dann kann ich das einfacher verstecken. Viele Leute machen das so, dass die schon bei den Reihen, die machen das irgendwie da zwischen, aber dann habt ihr immer noch zwischen den roten, in meinem Fall rot und blau, habt ihr ein bisschen von diesem Blau zu sehen. Bei mir, wie gesagt, ich mache das immer so, dass ich das nachher ganz toll verstecken kann, weil, wie gesagt, dieser Abstand ist zu groß und wenn du das nachher mit einer Nadel hier dazwischen machst, kannst du das ganz toll verstecken. Das sieht man nicht. Und jetzt mache ich das immer so, dass ich hier wieder diese blaue festbinde. Ich habe doch ein bisschen zu kleine oder zu kurze Stricknadel genommen. Und jetzt mache ich das hier fest, lasse natürlich diese Stückchen hier bisschen länger, dass ich das nachher da vernähen kann und mach ganz normalen Knoten. Wir würden jetzt unser Blatt stricken. Wie du siehst, hier haben wir das schon die Schräge. Und hier auf der Seite geht unser Tuch ganz minimal so schräg. Aber das ist, wie gesagt, ganz minimal, weil da nehmen wir nur ein paar Mal die Maschen dazu. Ich stricke jetzt mit dieser blauen Farbe mein Blatt und fange an mit 2-mal Abnahme. Gucken, hier ist das gut zu sehen. So, 2 Maschen zusammenstricken. Die Masche von der rechten Stricknadel wieder auf die linke Stricknadel und wieder 2 zusammen. Die restlichen Maschen bis zu Ende stricken wir rechts. Mit blauer Farbe in meinem Fall, du verwendest bestimmt andere Farben, stricken wir alle Maschen jetzt rechts bis zu Ende. Jetzt wenden wir die Arbeit und jetzt fangen wir an mit unserem Blatt. Unser Blatt fangen wir an zu stricken auf der linken Seite. Hier war unser Anfang, wie du siehst, und wir fangen hier an mit unserem Blatt. Und stricken 3 Maschen rechts. Eine Masche, zweite und die dritte. 3 Maschen rechts. Die Arbeit wenden. Und jetzt stricken wir 2 Maschen rechts. 1, 2. Ich muss gleich das Fenster zumachen. Mein Mann hat angefangen, Rasen zu mähen. Und die letzte Masche verdoppeln wir. Eine durchziehen und dann hinten noch einmal. So. Die Arbeit wieder wenden.
Und jetzt stricken wir 5 Maschen rechts. Eine Masche, zweite, dritte, vierte und die fünfte. Wir haben jetzt 5 Maschen auf unsere rechte Stricknadel und jetzt die Arbeit wieder wenden, Wolle hinter der Nadel und jetzt stricken wir, ich glaube ich habe hier was verloren, nee. Und jetzt stricken wir eine Masche rechts, die zweite, die dritte und die vierte und die fünfte, die letzte, verdoppeln wir wieder. Also hier reinstechen, den Faden holen, aber die Masche auf der linken Stricknadel noch lassen und jetzt von hinten die zweite Masche holen und jetzt erstmal loslassen. Die Arbeit wenden und jetzt stricken wir 7 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die Arbeit wenden, Faden hinter der Arbeit, hinter der linke Stricknadel und jetzt stricken wir eine Masche rechts, die zweite rechts, dritte und vierte und fünfte und die sechste und die siebte verdoppeln wir. Also einmal Faden holen, die Masche auf der linken Stricknadel lassen und das zweite Mal Faden holen. Die Arbeit wieder wenden und jetzt stricken wir 9 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 9. Die Arbeit wenden, Faden hinter der Arbeit und jetzt eine rechts, die zweite rechts, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte und die 9. verdoppeln. Ah, ich bin zu weit gegangen. So, nochmal, die letzte verdoppeln. Hier reinstechen, Faden holen und noch einmal von hinten. Die Arbeit wenden. Da habe ich die Maschen verloren. Sind doch zu kurz die Stricknadel, aber ist okay. So, jetzt stricken wir die ersten 2 Maschen zusammen. Die ersten 2 Maschen würden zusammengestrickt. Dann haben wir eine rechte, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die Arbeit wenden, Faden hinter der Arbeit und jetzt stricken wir eine Masche rechts, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und 8. rechts. Arbeit wenden. Da habe ich wieder die Maschen verloren. Die ersten 2 Maschen
stricken wir zusammen. Und jetzt stricken wir 5 Maschen rechts. 3, 4 und 5. Arbeit wenden. Und jetzt haben wir 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Arbeit wenden wieder. Das ist wie Karussell. Wieder 2 Maschen zusammen und jetzt stricken wir 3 Maschen rechts. Die Arbeit wieder wenden, Faden hinter der Arbeit und 4 Maschen rechts. So, jetzt muss ich, das waren da, okay, jetzt 2 zusammen wieder, 2 zusammen, und dann stricken wir eine Masche rechts. Ich bin am Überlegen immer, ich wollte euch lieber langsamer, bevor ich euch irgendwelche Quatsch erzähle hier. Eine Masche rechts, die Arbeit wenden, ja, jetzt sind wir richtig. Faden hinter der Arbeit und die 2 Maschen stricken wir rechts. Die Arbeit wenden und die ersten 2 Maschen werden rechts gestrickt. So, und die restlichen Maschen stricken wir natürlich rechts. Und da kommen wir wieder zu unserem Anfang, wo wir anfangen, die Maschen abzunehmen. Wir machen erstmal die blaue, das blaue Teil zu Ende und gucken uns das an. Aber so wie ich das sehe, das sieht schon gut aus. So, die restlichen Maschen. Und am Schluss auch die letzte ist die rechte Masche. So, das war's. Wie du siehst, wir haben hier unsere Blatt schon fertig. Ich mache das vielleicht noch weiter. So sieht das aus, unser erster Blatt. Wie du siehst, das geht hier die Seite geht schräg. Und jetzt, wenn du zum Beispiel, wollte ich euch sagen, wenn du zum Beispiel so einen Reihenzähler nicht hast oder Rechnerzähler, dann kannst du das natürlich, wie ich das damals gemacht habe, immer auf einem Zettel mit Kugelscheiben Striche machen, wie viele Reihen. Es sind insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, wie du siehst. Das müssen von diesen Rippen hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sein. Das ist jetzt die rechte Seite und so sieht die linke Seite von unserem Tuch aus. Es ist, wie du siehst, wirklich ganz einfach zu stricken. Das ist, ich habe das keine Beschreibung dafür, deswegen habe ich am Anfang gesagt, das wäre gut, wenn du dir das alles aufschreiben kannst. Und danach das selbstständig zu stricken. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht.
Wie du gemerkt hast, ich habe jetzt wirklich sehr wenig Zeit und meine Projekte, meine Tücher oder Socken, das mache ich, stricke ich immer am meisten abends und deswegen dauert das so lange, bis ich wieder was für euch vorbereitet habe. Mir persönlich gefällt das ganz toll. Wie gesagt, ich habe das noch nicht gewaschen. Also noch was. Hier am Schluss habe ich 5 Maschen, 5 oder 6 Maschen und dann habe ich die 6 Maschen, sagen wir 6 Maschen, alle auf einmal abgenommen. Dieser letzte Blatt, das wäre mir zu breit hier schon, nachdem, deswegen habe ich hier ein bisschen diese Spitze gemacht. Natürlich würde dieser Tuch ganz anders aussehen, wenn ich ihn wasche jetzt und trocken lege. Denkt dran, das ist auch so ein Tipp von mir, nicht aufhängen, nach dem Waschen nicht aufhängen, weil dann habt ihr die Anfang oder Ende, je nachdem, das hängt so, weil das Wasser abtropft. Deswegen am besten irgendwo auf einem Handtuch. Jetzt haben wir nicht überall in Deutschland, aber jetzt bei uns zum Beispiel im Norden haben wir heute ganz tolle sonnige Tag. Dann kann ich ihn waschen und draußen im Garten auf einer Liege, auf einem Handtuch hinlegen. Und wenn er trocknet, ist das natürlich nicht so wie hier. Dann wird das alles hier glatt. Jetzt rede ich zu viel und manche nervt das bestimmt. Okay, ich sag danke und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ich was Neues für euch habe. Dankeschön und ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.